Virus ist mal wieder ganz gediegen am Start. Heute zeige ich euch mal, wie ihr in GTA Online eure Munition duplizieren könnt von egal welcher Waffe. Ist vor allen Dingen dann hilfreich, wenn ihr vielleicht gerade nicht so viel Kohle habt. Das Ganze funktioniert ja auch ohne große Anforderungen. Ihr solltet nur mal gucken, dass wenn ihr hier auf Online geht, unter die Optionen, dass ihr die Spielersuche aufgeschlossen habt. Wenn das bei euch der Fall ist, könnt ihr jetzt auf euer Handy gehen und dann geht ihr hier mal auf Kontakte und geht jetzt hier ein Stückchen nach unten und sucht hier einmal Martin raus und fordert dort einen Job an. Sobald ihr den Job dann angefordert habt, geht ihr nochmal auf euer Handy, geht jetzt hier auf die Joblisten. Ihr seht, wir haben jetzt hier die Nachricht bekommen. Und dann solltet ihr jetzt einfach nochmal Folgendes machen. Im Waffenrad wählt jetzt einfach das aus, was ihr duplizieren wollt. In meinem Falle sind das jetzt hier die Haftbomben. Ihr seht, wir haben jetzt hier 4 Stück. Wir drücken jetzt hier einmal Dreieck drauf, um die droppen zu lassen. Jetzt haben wir dort 4 Haftbomben in einer fallen lassen. Und jetzt gehen wir wieder auf unsere Jobliste drauf und starten einmal den Job von Martin. Im Job angekommen, wieder Kreis und das Ganze verlassen. Und jetzt sammelt ihr einfach nur noch die Munition oder die Haftbombe oder was auch immer ihr fallen lassen habt, wieder auf. Jetzt drücken wir nochmal die R1-Taste, gehen jetzt hier auf unsere Granaten, rechte Pfeiltaste und ihr seht, wir haben jetzt aus 4 Haftbomben 8 gemacht. Und das gleiche machen wir jetzt einfach nochmal. Dreieck drücken, um die ganzen fallen zu lassen. Wir gehen wieder auf unsere Joblisten und starten den Job von Martin. Wieder verlassen und wir sammeln auch jetzt nochmal unsere Haftbomben einfach ein. Wir bekommen 8 Stück und jetzt gehen wir hier auf die Granaten, rechte Pfeiltaste und ihr seht, wir haben jetzt einfach 16 Stück draus gemacht und das könnt ihr jetzt mit jeder beliebigen Waffe machen, egal ob das der Raketenwerfer ist, Sniper oder die Pistole. Ihr könnt das wie gesagt mit jeder Waffe machen. Somit spart ihr auf jeden Fall nochmal ein paar tausend DTA-Dollar. Das war's jetzt auch schon wieder mit diesem kleinen kurzen Video. Falls euch das Ganze gefallen hat, könnt ihr natürlich einen Daumen nach oben da lassen und wer nichts mehr verpassen will, kann auch noch gerne abonnieren. Das war's jetzt erstmal von mir, Leute. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Haut rein und tschüss.